Hallo meine Lieben und willkommen zum heutigen Video und zu einer neuen Ausgabe von Originale 1950s Rezepte 1950s. Alles klar. Ich habe ja ein ganz tolles Kochbuch, Kochback, alles Zusammenbuch, das Originalrezepte aus den 50er Jahren beinhaltet. Und da es ja noch August ist oder es ist noch warm draußen, ist es praktisch immer noch Sommer. Und das ist Grund genug, um eine Ananascreme heute zu machen. Das ist ja doch irgendwie so was Sommerliches. Es ist bestimmt total schwer und Fett und Zucker und alles. Aber Ananas hat ja sowas Tropisches, Sommerliches. Deswegen habe ich da gerade voll Bock drauf. Und ja, das machen wir jetzt heute. Und was brauchen wir denn dafür? Eigentlich gehört das Ganze am Ende in entweder eine große runde Glasschüssel oder in kleine Glasschüsselchen. Ich habe 50 Millionen total tolle abgespacete Gläser zum einfach so raustrinken, aber keine Dessertgläser oder Dessertschälchen oder sowas. Und eine große runde Glasschüssel schon zehnmal nicht. Auch meine Mutter ist nicht da ausgestattet. Also wird dafür meine gläserne Auflaufform herhalten müssen, in der Hoffnung, dass die groß genug ist, dass das alles da reinpasst. Und das soll ja am Ende schön garniert werden, so mit Sahne und so und Ananasstückchen. Hoffentlich geht das dann und schaut einigermaßen schön aus, weil das Auge isst ja mit. Vor allem in den 50s, wenn man sich mal so Bilder anguckt von den Desserts und so, wie die auch angerichtet sind und alles ist ja. Ich versuche das heute auch. Ich bin da ja total schlecht drin. Ansonsten brauchen wir 50 Gramm Speisestärke. Habe ich hier schon mal abgewogen. 125 Milliliter Ananassaft und Dosenananas. Das ist natürlich jetzt richtig vintage getreu quasi. Denn man hat damals durchaus schon Ananas und so weiter und so fort als ganz normale Frucht bekommen. Das gab es dann schon in den 50ern, aber trotzdem waren einfach Konserven, Obst, es war einfach voll beliebt. Die hatten da so ein Faible dafür, also Dosenananas. Ein Päckchen Vanillezucker brauchen wir auch. 75 Gramm normalen Zucker. Wer ich immer sich diese Menge überlegt hat, aber wir brauchen auch 375 Milliliter Wasser. Und einen Viertel Liter Sahne. Und wir brauchen einmal 2 Esslöffel Zitronensaft. Ich habe dafür eine ganz normale Zitrone, die ich halt dann auspresse. Das Wasser müssen wir einmal zum Kochen bringen. Ich habe es schon mal hier hingestellt. Und müssen währenddessen in den Ananassaft Zucker, Vanillezucker und die Speisestärke einrühren. Das Wasser muss jetzt einmal kurz laut dem Rezept wirklich aufkochen oder kochen. Dann rühren wir das ein, dann muss es nochmal aufkochen. Und dann soll man einfach das Ganze abkühlen lassen und immer mal wieder durchrühren und währenddessen dann die Sahne und sowas fertig machen. Es kocht jetzt, also gebe ich das dann mal rein. So, hier habe ich jetzt die 3 Scheiben Dosenananas klein geschnitten. Und das ist jetzt gerade nochmal aufgekocht. Das ist jetzt so eine richtig, richtig zähe Masse. Und das wird jetzt abkühlen und währenddessen müssen wir den Rest vorbereiten. So, nachdem ich jetzt hier geschafft habe, wieder Butter zu machen beim ersten Mal und jetzt ist es aber Sahne, schaut auch gut aus, jetzt müssen wir das da rein tun, die Ananascheiben und den Zitronensaft. Oh, ich muss den Zitronensaft machen. Das muss ich machen, das ist so heiß. Nein.
Dann schmeißen wir das alles mal da rein, würde ich sagen. So, und da ich ja keine kleinen Schwindflämmchen habe, nehme ich jetzt also einfach meine Glasauflaufform. Ja, passt schon. Passt schon. Füll das da rein. Schmeckt gar nicht so scheiße. Das Ganze soll jetzt gekühlt werden. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch und es ist ja noch lauwarm, so wie es im Rezept auch hieß. Es sollte noch lauwarm sein, wenn man den Rest einrührt. Also packe ich das jetzt einfach mal in den Tiefkühler. So, meine Lieben, der Moment der Wahrheit ist da. Ich habe hier diese Ananas-Creme und ich probiere die jetzt. Ich habe sie wunderschön dekoriert, wie ihr seht, mit Ananasstückchen und Cocktailkirschen und lauter so Scheiß. Und jetzt schauen wir mal. Oh, die Konsistenz ist doch ganz gut eigentlich. Geil. Ich bin jetzt voll gespannt. Mmh. Leute, das schmeckt sogar. Es ist echt lecker. Nein, ich muss mit meiner Mama teilen. Ich habe ihr schon zugesagt, dass wir das jetzt noch essen. Also nicht alles, aber. Aber das schmeckt wirklich. Es ist richtig lecker. Vor allem ist es auch weniger süß, als ich dachte. Ich habe es mir noch schlimmer süß vorgestellt. Vor allem so direkt aus dem Kühlschrank. Es ist richtig geil bei warmem Wetter. Mm. Also probiert es unbedingt mal aus. Und ich wünsche euch schon mal einen guten und ich hau mich jetzt mit meiner Mom vor den Fernseher und dann löffeln wir die Ananascreme. Wenn ihr Lust habt auf mehr so Kochvideos, schreibt es gerne in die Kommentare. Alles, was schon online ist, findet ihr in dieser tollen Playlist, die ich gemacht habe. Die Vintage-Koch-Playlist-Cooking. Ich habe keine Ahnung. Ich werde sie gleich im Outro einmal kurz einfügen. Dann könnt ihr euch gerne die Videos durchgucken. Nicht alles davon ist ein totaler Hit. Aber es ist immer wieder interessant, originale 50er-Jahre-Rezepte auszuprobieren und zu erkunden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!